Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, im YouTube-Kanal des LWL Museums für Naturkunde, des LWL Planetariums in Münster, zum letzten Vortrag der Planetariumsreihe vor unserer jährlichen Sommerpause. Bei mir ist Pierre Laich von der Simon-Marius-Gesellschaft aus Nürnberg und ich freue mich mit Ihnen zusammen auf den Vortrag von Herrn Laich, Johannes Kepler und die kopernikanische Wende, ein wichtiges, zentrales, ja, Dreh- und Angel-Wende-Thema der Geschichte der Astronomie. Bevor wir gleich beginnen, möchte ich noch ganz kurz zu den Umständen sprechen. Wir sind im Homeoffice, Herr Laich und ich nach wie vor. Es könnte fast schon wieder vor Ort bei uns im Museum möglich sein, nicht im Planetarium, denn im Planetarium sieht es derzeit, ich zeige mal kurz ein Bild dazu, sieht es derzeit so aus. Im Planetarium läuft weiterhin der Umbau des Hauses. Darüber hatten wir schon häufig berichtet. Das hier ist ein Bild von letzter Woche. Was wir sehen ist, das Planetarium war quasi entfernt, eine Rohbaustelle. Da, wo Sie das rote Geländer hier sehen im Bild, da begann einst die Projektionskuppel und ging dann hier hoch bis in die Mitte des Saals. Auch die ist jetzt entfernt. Darüber hatten wir schon vorher im März, glaube ich, berichtet. Und jetzt werden hier die ersten Montagearbeiten vorgenommen. Nach einer lang andauernden Sanierungsarbeit beginnen jetzt also, begannen gerade in den letzten 10 Tagen, endlich die neuen Arbeiten, endlich die Erneuerung tatsächlich, nachdem der Abriss fertig ist. Und was Sie hier sehen, diese silberfarbenen oder hellen Elemente, das sind neue Anbauten, die gab es vor 2 Wochen noch nicht. Das sind Halterungen, an denen jetzt in den nächsten Tagen, es läuft auch gerade schon, Dämmmaterialien befestigt werden, innen an der Außenkuppel. Und diese Dämmmaterialien, die werden dann für die neue, verbesserte Akustik des Raumes sorgen. Lüftungskanäle werden dort auch schon installiert und in den kommenden Wochen und Monaten werden hier unten die neuen Wände, ganz unten die neuen Böden des Raumes installiert und im Herbst, es wird leider dauern, es ist ein großes Projekt, deswegen dauert es erst im Herbst, wird die neue Projektionskuppel hier aufgebaut und dann sind wir zu Weihnachten sozusagen betriebsfertig vielleicht, hoffentlich, aber noch nicht eröffnungsfertig. Nach Weihnachten wird dann die Planetariumstechnik neu eingebaut. Also es dauert noch bis nächstes Jahr, bis zur Wiedereröffnung, bis wir wieder im Planetarium einen Vortrag anbieten können. Wir hoffen aber, nicht nur wir hoffen, wir gehen ganz schwer davon aus, dass wir deutlich vor Weihnachten, noch im Herbst, auch wieder Vorträge bei uns im Haus mit Ihnen und euch bei uns im Haus anbieten können. Aber dazu am Ende des Vortrags mehr, wenn ich die nächsten Vorträge ankündige. Jetzt gehen wir erstmal zum Aktuellen. Ach so, eins wollte ich noch sagen. Das ist der Umbau gerade in unserem Planetarium im Naturkundemuseum. Und das hier ist das Mobilplanetarium, das Pop-Up-Planetarium, kurz Pop, das jetzt auf Tour durch Schulen und andere Einrichtungen in Nordrhein-Westfalen gehen wird. Vor allem durch Schulen, da dann nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Also quasi das, wenn man so will, Beiboot unseres Planetariums, während das große Planetarium in der Werft ist, tourt das Beiboot durch die Region. Und es wird dann im Laufe des Sommers auch an einigen öffentlich zugänglichen Orten zu sehen sein, zum Beispiel in manchen anderen Museen des LWL, des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe. Schauen Sie auf unsere Website des Museums, da finden Sie die Details. So, und damit nun genug von mir und damit nun zum Thema des heutigen Abends. Herr Laich, herzlich willkommen. Schade, dass wir nicht gemeinsam in Münster vor dem Publikum stehen können. So war es geplant. So haben wir es 3-mal versucht, einen Anlauf zu nehmen. Und jetzt machen wir es doch so auf diesem Wege. Aber wir wollten nicht länger auf dieses spannende Thema warten. Ein Blick in die Geschichte der Astronomie und auf diesen wichtigen Wendepunkt Johannes Kepler und die kopernikanische Wende. Vielen Dank, dass es jetzt klappt. Und wir gehen zu Ihrer Präsentation. Vielen Dank, Herr Voss, werte Astronomiefreunde an den Monitoren. In diesem Jahr wäre Johannes Kepler 450 Jahre geworden. Ein schöner Anlass, ihn ein wenig zu würdigen. Und ich möchte mich dabei auf die kopernikanische Wende ein wenig fokussieren. Auch wenn ich also im Wesentlichen über Astronomische sprechen will, sei doch vorausgeschickt, dass das Werk von Johannes Kepler durchaus breiter angelegt ist. Wir sehen hier ein Symbolbild, das für die Arithmetik, also das Rechnen mit Zahlen ist. Und das zugehörige Buch ist ein Buch über die Logarithmenrechnung.
Ja, da wird der eine ein bisschen verwundert sein. War nicht der Schotte Napier eigentlich der Erfinder des Rechnens mit diesem Logarithmen? Sie erinnern sich vielleicht, statt eine Zahl mit einer anderen zu multiplizieren, transformiert man die beiden Zahlen und kann sie dann aber addieren. Das Ergebnis muss man dann halt mit der Tabelle wieder zurückführen. Ist ganz nützlich für Multiplizieren mit Zahlen mit vier Stellen nach dem Komma, wie in der Astronomie ja nicht ganz unüblich. Nun, wie ist der Zusammenhang zu Kepler? Es gibt eine Parallelentwicklung. Jost Bürgi hat auch diese Art der Rechnung erfunden, ist aber in den Worten Keplers ein zaudernder Geheimniskrämer gewesen. Kurzum, er wollte nicht publizieren, woraufhin Kepler das einfach selbst in die Hand genommen hat. Und das Ergebnis ist praktisch das erste oder die erste schulbuchartige Darstellung des Rechnens mit Logarithmen. Dieses Symbolbild hat noch einen rechten Teil, das für die Geometrie steht. Und wir sehen eine Person, wie sie so eine Messroute in ein Fass schiebt. Die Geschichte dazu ist, dass Johannes Kepler bei seiner zweiten Hochzeit dachte, er muss jetzt mal für die Familie ein paar Fässer Wein kaufen und natürlich schnell bemerkt hat, dass dieses Verfahren der Mengenmessung allenfalls eine Annäherung sein kann, weil die Bauchigkeit dieses Fasses ja in keiner Weise in die Messung eingeht. Kepler durchdringt die Sache wie immer gleich grundsätzlich und das Ergebnis ist hier die neue Inhaltsberechnung von Weinfässern. Was Kepler hier macht, ist nichts anderes, als was wir heute mit Integration bezeichnen, also die Flächen unter Kurven. Und er macht es durch Annäherung von Kegelschnitten. Dadurch hat er die Möglichkeit, letztlich mit der Mathematik von Archimedes dieses Problem zu meistern. Natürlich ohne unseren modernen Kalkulusbegriff oder die Infinitesimalvorstellung. Aber alles, was man ohne das machen kann, das macht Kepler hier in diesem Buch. Kepler gilt auch als der Begründer der Kristallographie. Das kam durch eine kleine Neujahrsschrift für einen Förderer, in der er sich mit Themen befasst, die wir heute unter Paketierung oder Packungen fassen. Zum Beispiel die Frage, wie muss man Kugeln anordnen, damit sie insgesamt das wenigste Volumen einnehmen. Er ist hier zu einer Annahme gekommen, die man bis heute unter dem Namen Keplersche Vermutung diskutiert. Und 1998 hat Thomas Hales einen Beweis bekannt gegeben, wo er zum Ergebnis kommt, ja, Kepler hatte tatsächlich recht. Ich muss zugeben, ich habe diesen Beweis nicht gelesen und selbst wenn, ich hätte ihn mit Sicherheit nicht verstanden. Aber es gibt wohl auf dem Planeten so um ein Dutzend Menschen, die sagen, ja, das scheint wohl zu stimmen, was Hales da macht. Also wollen wir mal davon ausgehen, Kepler hatte auch hier tatsächlich mit seiner Vermutung recht. So wie dieses Problem auch eine praktische Komponente hat, die Lagerung von Kanonenkugeln in Kriegsschiffen etwa, war Kepler auch in anderen Fragen durchaus praktisch orientiert und kannte auch die Probleme in Bergwerken, wo das Herauspumpen des Wassers ja immer ein Problem ist. Ab 10 Meter Schlauchhöhe reißt ja auch die Wassersäule ab. Wir verstehen das heute über den Luftdruck alles, aber war damals auf jeden Fall ein Problem. Und die Idee von Kepler war, eine andere Art von Pumpe zu erfinden, die man Zahnradpumpe nennt, die offensichtlich unabhängig von diesem Problem ist und wo es nur auf die Dichtigkeit der Pumpe selbst und halt die Kraft, die dahinter steckt, ankommt. Sollten Sie ein Fahrzeug haben, ein Kraftfahrzeug, dann werden Sie vermutlich auch so eine Pumpe haben. Natürlich ein bisschen modernerer Form heute, aber Öle oder Bremsflüssigkeiten oder Ähnliches pumpt man für gewöhnlich mit solchen Dingen, die letztlich auf Kepler zurückgehen. Nun aber zur Astronomie. Was war der Stand der Astronomie zur Zeit von Johannes Kepler? Nun, es gibt am Himmel zunächst vier Erscheinungsbereiche, die man ganz gut auseinanderhalten kann und von denen man seit Jahrtausenden weiß. Das ist zum einen die Bewegung des gesamten Himmels mit allen Sternen und allem drum und drauf in etwa eines Tages. Für uns heutige ist es leicht zu erklären. Wir wissen natürlich, dass es durch die Rotation der Erde zustande kommt und je nachdem, auf welcher Position man auf der Erde ist, wird der Anblick eben entsprechend sein. Der zweite Bereich ist die in erster Näherung gleichförmige Bewegung der Sonne unter den festen Sternen mit ihrem jahreszeitlichen Verlauf, also dem unterschiedlichen Einstrahlwinkel der Sonne und der unterschiedlichen Dauer des lichten Tages.
Wir haben zum dritten den auch einigermaßen gleichförmigen Lauf des Mondes innerhalb eines Monats mit seinen sinnfälligen Lichtgestalten, die wir Phasen nennen. Und wir haben zum vierten den durchaus nicht gleichförmigen Lauf einiger Wandelsterne, die wir Planeten nennen, die von Zeit zu Zeit periodische Verlangsamungen haben. Und wir schauen uns hier mal Jupiter an. Er kommt an, wird immer langsamer und langsamer, hat einen Stillstandspunkt. Ja, er geht sogar ein Stück zurück, hat einen weiteren Stillstandspunkt und nimmt dann erst wieder seine rechtläufige Bahn auf. Nun, das ist schon etwas merkwürdig. Hier rechts sehen Sie den zeitlichen Verlauf. Also natürlich ist diese Bewegung nicht an einem Abend zu sehen, aber wenn man alle 10 Tage ein Foto macht, dann schaut es so aus hier wie in dieser modernen Darstellung der NASA. Plato nun war es, der den Fachastronomen die Aufgabe gegeben hat, all die Erscheinungen am Himmel durch das Zurückführen auf gleichförmige Kreisbewegungen zu erklären. Das gelang für die ersten 3 Phänomenbereiche ganz gut, aber für die Schleifen war eine andere Lösung gefordert. Apollonius soll es gewesen sein, der auf die Idee kam, dass nicht alle Himmelskörper den gleichen Bezugspunkt haben, dass also um das Zentrum des Planetensystems nicht unmittelbar die Planeten umlaufen, sondern dass das nur ein Mittelpunkt tut, um den wiederum ein weiterer Kreis, den man Epizykel nennt, liegt und auf dem ist erst der Planet. Das schaut dann in etwa mit der Überlagerung so aus, wie man das hier in dieser Darstellung sehen kann. Und hier haben wir noch auch eine modernere Fassung dessen. Solche Formen kommen dabei raus. Nun, die ptolemäische Astronomie war natürlich ein bisschen komplexer, aber für unsere Zwecke soll es genügen. Im Großen und Ganzen war das antike Bild, das sich die Astronomen von der Welt gemacht haben. Zur Zeit von Johannes Kepler gab es aber natürlich auch eine andere Theorie, die von diesem Herrn hier kommt, Nikolaus Kopernikus, der 1543 in Nürnberg sein Hauptwerk herausbrachte und dort die Auffassung vertrat, dass die Sonne Mittelpunkt des Planetensystems sei. Nun ist die Idee selbst ja von Aristarch von Samos schon bekannt, aber Kopernikus ist es erstmals gelungen, das mathematisch durchzurechnen mit dem Ergebnis, dass zumindest vom mathematischen Standpunkt her das durchaus auch so möglich wäre. Jetzt ist ein Möglichkeitsbeweis natürlich kein richtiger Beweis. Was spricht also eigentlich für die heliozentrische Lehre zu dieser Zeit? Nun, wir haben hier eine Darstellung von Galilei, der sich noch mit Indizes behelfen muss, aber wir heutigen haben ja auch Animationen zur Verfügung. Ich muss aber noch etwas vorausschicken. Die Planeten sind nicht wie an eine Holzscheibe getackert, die dann der große alte Herr zusammen rumdreht, sondern diese Bewegung ist differenziell, wie man sich ausdrückt. Das heißt, die inneren Planeten umkreisen relativ schnell die Sonne und je weiter man nach außen geht, desto langsamer umlaufen die Planeten die Sonne. Mithin kommt es also immer wieder zu Überholvorgängen, sei es, dass wir Erde einen äußeren Planeten überholen, sei es, dass uns Erde ein innerer Planet überholt. Und wir wollen uns das mal genauer anschauen in dieser Darstellung, die Sie hoffentlich jetzt auch sehen können. Wir haben in der Mitte die Sonne in Gelb, in Blau die Erde, in Rot den Mars. Und von der Erde aus betrachtet, auf der unendlich weit vorgestellten Fixsternsphäre, schaut es zunächst so aus, als ob es ein Kreis wäre. Aber jetzt in dem Augenblick, wo die Erde den Mars überholt und dieser Sehstrahl tatsächlich für einen kurzen Augenblick zurückgehen. Und in diesem Augenblick entstehen also die Schleifen der Planeten, die sich damit nur als relativer Effekt erweisen, die also nicht wirkliche Bewegungen am Himmel darstellen, sondern nur deswegen so zustande kommen, weil wir selbst bereits auf einem bewegten Körper uns befinden. Ein, denke ich, sehr gutes Argument. In die gleiche Kerbe schlägt der Umstand der gebundenen Bewegung. Wenn man von der
Erdeausrichtung Sonne schaut, dann wird man feststellen, dass die Venus sich immer innerhalb eines gewissen Elongationswinkels befindet. Das ist, wenn man hier die heliozentrische Weltsicht anschaut, auch offensichtlich in der Draufsicht sieht man es ja, wie sollte es die Venus schaffen, mal hinter die Erde zu kommen, also in Opposition zu sein. Natürlich dreht sich die Erde um die Sonne, aber sie nimmt ja diesen Winkel gewissermaßen immer mit. Also klar kann die Venus nur innerhalb dieses Winkels zu sehen sein. Welchen Reim haben sich die antiken Astronomen darauf gemacht? Die hatten ja den gleichen Himmel wie wir. Schauen wir es uns auf der rechten Darstellung an. Wir schauen wieder von der Erde Richtung Sonne und wissen jetzt ja, um die Erde dreht sich nicht unmittelbar die Venus, sondern das ist nur der Kreis, auf dem der Mittelpunkt sich bewegt. Und auf diesem Kreis ist die Venus. Und natürlich bildet sich auch wieder dieser Elongationswinkel, in dem sich die Venus befindet. Aber hier braucht man noch eine kleine Regel, nämlich, dass der Mittelpunkt dieses Epizykelkreises auf der Linie Erde-Sonne sich befindet. In diesem Sinn gibt uns Kopernikus auch eigentlich gar keine andere Regel als die Antike, sondern er sagt eigentlich, hört zu, Leute, wir brauchen an dieser Stelle gar keine Regel. Es genügt einfach nur die Struktur des heliozentrischen Weltsystems, um uns diese Phänomene klarzumachen. Nun, das sind gute Argumente, aber der Wahrheit zuliebe muss man auch zugeben, dass es natürlich auch Einwände gegen die heliozentrische Lehre gab. Immer wieder ist am Himmel ein Komet zu sehen und man sieht dann einen Schweif oder eigentlich zwei Schweife bei ihm rauskommen. Das müsste man doch auch bei der Erde erwarten, die ja doch mit einem ziemlichen Tempo um die Sonne rauscht. Müsste da nicht enorme Stürme an unserer Atmosphäre zu sehen sein, die wahrscheinlich bis zum Erdboden herunterkommen? Und wie ist das denn, wenn auf einer rotierenden Erde ein Gegenstand fällt, müsste der nicht eigentlich hinter der Erddrehung auf den Boden schlagen? Und überhaupt die Größe der Erdkugel, die wusste man ja in etwa, müsste diese Erde, die ja nicht nur die Sonne umläuft, das liefert ja nur das Jahr, muss ja auch der Tag rauskommen, also die muss ja die ganze Zeit noch rotieren, müsste diese enorme Rotation nicht bewirken, dass die Erde wie eine Sahnetorte auf der Zentrifuge auseinanderfliegt? All diese Beobachtungen wurden nicht gemacht. Werden Sie vielleicht sagen, naja, so schwer zu erklären ist es nicht, da braucht man ja nur die Newtonschen Gesetze. Ja, stimmt, aber die kommen 1687 raus. Wir sind ja noch ein bisschen vorher. Es kommt auch noch schlimmer, denn es gibt ein schwerwiegendes astronomisches Argument, das man unter dem Namen Fixsternparallaxe zusammenfasst. Wir sehen wieder die Sonne in der Mitte und das hier ist die Bahn der Erde und wir greifen uns mal im halbjährigen Abstand zwei Erden heraus und beobachten jetzt einen Fixstern. Und wenn wir nun ein halbes Jahr später diesen Stern wieder beobachten, werden wir kaum erwarten, ihn unter dem gleichen Winkel zu sehen, denn es muss sich ja hier zu diesem Dreieck fügen. Dieser Effekt, den man also Fixsternparallaxe nennt, der müsste in einem heliozentrischen Weltsystem eigentlich zu sehen sein. Und wenn er das nicht ist, spricht es zunächst einmal natürlich dagegen. Ich habe lang nach einer Abbildung gesucht, die den Zusammenhang auch mit einer kleinen Animation zeigt. Und von James Davenport habe ich diese Abbildung bekommen, wo man schön sieht, wie sich das auswirkt. Sie sehen hier links unten die Erde um die Sonne kreisen. Die roten, das sind extragalaktische Objekte, da können wir keine Fixsternparallaxe ermessen. Aber bei den Sternen unserer eigenen Galaxie, da müsste sich das so auswirken. Diese Werte sind übrigens keine Fake-Zahlen, sondern das kommt von der ESA-Raumsonde Gaia. Nur, dass Sie eine Vorstellung der Genauigkeit haben, wenn auf dem Mond jemand eine 1-Euro-Münze hochhalten würde, könnte man von der Erde aus den linken vom rechten Rand auseinanderhalten. Also natürlich nicht, wenn das Instrument auf der Erde stehen würde, dann würde uns die Atmosphäre alles kaputt machen, aber im Weltall hat es diese Genauigkeit. Nun, dieser Einwand war natürlich auch Kopernikus bewusst und es wird deswegen interessant sein zu schauen, was sagt er denn selbst dazu. Und sinngemäß meint er, ja, das stimmt an und für sich schon, aber die Sterne sind so unermesslich weit entfernt, dass sie noch nicht in die Genauigkeit unserer Instrumente gekommen sind.
eine gute, eine zutreffende Erklärung. Nur was der Mann da macht, ist, dass er einen Wahnsinn durch einen anderen Wahnsinn erklärt, nämlich die heliozentrische Lehre durch die angeblich so unermesslichen Abstände im Weltraum. Nun, das war schwer für die Damaligen, ist es für uns zum Teil heute ja auch noch. Wir halten nur fest, ein Kopernikaner muss die Sterne in sehr große Distanz versetzen, damit diese Bewegung der Fixsternparallaxe nicht gesehen werden kann. Der nächste bedeutende Astronom ist der streitbare Däne Tycho Brahe. Wir verdanken Brahe eine große Vervielfältigung der astronomischen Beobachtungsbefunde und auch eine starke Präzisierung. Man sieht hier ein Metallinstrument, das natürlich schon ein bisschen genauer ist als der Jakobsstab oder die alte Regel. Das sind so etwa 15 Grad. Hier sieht man einen seiner Großinstrumente, den Mauerquadrant in Uraniburg. Da oben in der Wand ist ein Loch, da kommt das Licht des Sterns hindurch, wird anvisiert von dieser Visiereinrichtung. Richtung und die schiebt man hier entsprechend und kann dann auf der Skala den Winkel ablesen. Das ist natürlich schon, wenn es nicht kaputt geht, ein gutes Instrument. Brahe sieht 1572 einen sogenannten neuen Stern. Er zeichnet ihn hier in seinem Buch auch ein. Und ein solcher neuer Stern, das ist natürlich kein Beweis des Heliozentrismus, aber es ist schon ein bisschen ärgerlich, insoweit der Himmel eigentlich als unveränderlich gegolten hat. Und dass da jetzt tatsächlich plötzlich ein Stern auftaucht, das ist so ein kleiner Piekser in der antiken astronomischen Theorie. Dieser neue Stern, das wissen wir, war natürlich eine Supernova, die hier heute etwa so dargestellt werden kann. Auch Johannes Kepler schaut sich später eine Supernova an, denn 1604 gibt es wieder eine. Er nennt diese Supernova auch Keplersche. Das liegt aber nicht daran, dass er der Erste gewesen wäre. Das war Altobelli in Verona und Buonarroti in Florenz und auch Simon Maius hat sie vorher gesehen. Aber Kepler hat ein Buch geschrieben drüber, da haben wir auch gerade gesehen, wo er sie einzeichnet. Die Stella Nova und deswegen nennt man diese Nova die Keplersche. Auch hier ein Bild mit drei modernen Augen. 5 Jahre später nach der ersten Supernova bemerkt Brahe ein weiteres unangenehmes Phänomen. Ein Komet taucht auf. Eigentlich mehrere, aber einer ist besonders interessant und Brahe kann durch Messungen feststellen, dass dieser Komet auf jeden Fall mindestens 6-mal so weit entfernt ist als der Mond. Das heißt, auch der Komet befindet sich im Himmel und nicht, wie man damals durchaus noch gedacht hat, dass Kometen atmosphärische Ereignisse sind und damit auch nicht der Astronomie, sondern der Meteorologie zukommen. Bei diesen Kometen ist besonders unangenehm, und das sieht man auf der rechten Darstellung, dass er durch die Bahn von 2 Planeten hindurchkreuzt. Ja, und was soll denn das für eine kristalline Sphäre sein, durch die ein Planet einfach so hindurchkommen kann, ohne dass es irgendeine Wirkung oder Verletzung gibt? Ist dieses ganze Konzept der kristallinen Sphären vielleicht obsolet? Und wenn ja, wie wird dann die Bewegung auf die Planeten übertragen? Fragen über Fragen, die Brahe vom ptolemäischen Weltbild Abstand nehmen lassen. Brahe beobachtet auch, dass Sterne eine gewisse Dicke zu haben scheinen. Das ist ein Effekt Radiation für das menschliche Auge, den es aber auch bei Instrumenten gibt. Da nennt man es Airy Discs oder Airy Scheiben, dass also Objekte größer erscheinen, als sie tatsächlich sind. Man kann das mit Helmholtz und auch quantenmechanisch klären. Aber für die damalige Zeit war es durchaus erstmal als ein empirischer Befund zu sehen und musste insoweit ernst genommen werden. Das heißt aber, wenn wir von der Erde aus einen Stern sehen und wir wissen ja nicht genau, in welcher Entfernung er sich befindet, dann ist klar, dass das letztlich nur nach dem zweiten Strahlensatz geht. In einer deutlich größeren Entfernung ist der Stern natürlich auch deutlich größer. Und jetzt erinnern wir uns, dass die Kopernikaner die Sterne in große Entfernung setzen mussten. Das heißt aber, dass die Sterne nicht nur unermesslich weit entfernt sind, sondern sie müssen auch unermesslich groß sein.
Und wie groß, das sehen wir an einem Vergleich mit Tycho Brahes Vorstellungen der Planeten. Und wenn wir hier nur mal die Sonne und einen Stern dritter Größe herausgreifen, natürlich ist diese Darstellung nicht richtig, die wahren Proportionen sind so, wie man es jetzt sieht, aber soll uns jetzt mal egal sein. Wir wollen nur die Sonne mit einem Stern dritter Größe herausgreifen. Wenn das jetzt kopernikanische Sterne wären, also in der notwendigen Distanz von der Erde, damit man die Fixsternparallaxe nicht bemerken kann, dann würden sie solche Dimensionen annehmen, wie hier zu sehen. Und das Kleine da, das ist unser ganzes Planetensystem, das hier ist die Sonne und hier haben wir also einen Stern dritter Größe. Nun wissen wir heutzutage, dass es tatsächlich Sterne solcher Dimension gibt, aber sie sind wirklich nicht die Regel. Und das war auch der Grund, warum Brahe sich nicht zu dem Kopernikanismus zuwenden wollte, sondern stattdessen ein eigenes System erdachte, das man tychonisches Weltsystem nennt, bei dem die Erde in der Mitte ist. Die Erde wird von der Mond umkreist, die Erde wird von der Sonne umkreist, aber die anderen Planeten, die umkreisen ihrerseits bereits die Sonne, die diese auf ihrem Weg um die Erde mitnimmt. Erst die Fixsternsphäre, die hat wieder ihren Mittelpunkt in der Erde. Ja, jetzt haben wir also als Situation für Kepler, dass es schon drei Modelle gibt, die darum konkurrieren, welches denn jetzt das Richtige sein könnte. Und es wäre schön, man würde neue Impulse bekommen. Diesen Impuls gab es, denn 1608 wurde in Den Haag das Teleskop vorgestellt. Hier ist die Idee, um die Vorstellung zu sehen. Und dann gibt es einen Patentantrag eines Herrn Lippershey. Und das sehen Sie hier. Deswegen gilt gemeinhin Hans Lippershey als der Erfinder des Teleskops. Es gab aber mehrere Optiker, die Patente einreichten. Keiner hat es bekommen. Man muss sagen, vielleicht lag die Sache auch einfach irgendwo in der Luft. Seit einem halben Jahrhundert gibt es ja auch schon Leute wie De La Porta, die sagen, ja, ja, das geht irgendwie mit Linsen und tut so, als ob er gleich um die Ecke kommen würde. Aber erst 1608 ist vielleicht auch die Innovation der Blende so weit, dass man zu tauglichen Teleskopen kommt. Bis Frühjahr 1609 haben alle europäischen Potentaten ein Fernrohr in ihrem Besitz. Sie haben es entweder von den Niederländern geschenkt bekommen, wie der König von Frankreich, die Habsburger oder der Papst. Oder wenn es die Gegner waren, wie der König von Spanien, dann haben sie es sich halt beschafft. Für Normalsterbliche gab es nur die Möglichkeit, von der Nachricht zu erfahren, dass es diese Erfindung gegeben hat. Und so kam auch Galileo Galilei in den Besitz der Nachricht. Er hat es ganz offensichtlich zuerst aber für ein Gerücht gehalten, denn es gibt einen französischen Zeitungsartikel, den seine Freunde auch kannten, das weiß man auch. Aber wahrscheinlich hat er nicht dran geglaubt, nach all dem Geschwätz der vorherigen Jahrzehnte, und wird erst darauf aufmerksam, als ein Händler versucht, bei der Signora, also der venezianischen Stadtregierung, ein Teleskop anzubieten. Das kann dann gerade noch verhindert werden. Und Galilei kommt aber in die Gänge, denn es wird ihm klar, jetzt muss er was tun. Und nach kurzer Zeit baut er die besten Teleskope Europas. Berühmt ist die Vorstellung vom August 1609 auf dem Glockenturm von San Marcus, wo er dem Dogen sein Instrument vorstellt. Nun war Galilei natürlich klar, dass es nicht lange dauern wird, bis jeder Astronom in Europa so ein Instrument in Händen halten wird. Und das wird sich nur derjenige in die Geschichtsbücher eintragen können, der irgendwas Tolles entdeckt und vor allem der frühzeitig und als Erster publiziert. Und das gelingt ihm mit dem Sidereus Nuncius, also der Sternenbotschaft oder Sternennachricht, die nur etwa 10 Tage danach erscheint, nach den letzten Beobachtungen, die in dem Buch verwendet werden, im März 1610 also. Nun, über was berichtet uns Galilei im Sidereus Nuncius? Natürlich von der enormen Vielzahl der Sterne, die man jetzt sehen kann, und von dem Aussehen des Mondes. Nun, jeder, der den Mond schon mal mit einem Teleskop gesehen hat, der wird so große Krater wie den hier oder weiß nicht, ob es da oben auch einer sein soll, im ganzen Sonnensystem nicht erwarten. Aber sei es drum, wir verstehen trotzdem sofort, was der Mann uns sagen will.
der Mond ist keine ideale glatte Kugel, wie eine bekannte Philosophenschule meint. Er sagt nicht, wen er da meint, aber es ist klar, er meint die Peripatetiker, also die Anhänger von Aristoteles, sondern der Mond ist genauso durchdrungen von Bergen und Tälern wie die Erde auch. Mithin ist der Mond wahrscheinlich auch ein Steinklumpen wie die Erde. Man muss sich klar machen, zu dieser Zeit war die Materialität der Himmelskörper ja eine reine Annahme. Und indem der Mond der Erde ähnlich wird, wird die Erde dem Mond ja auch ein Stück weit ähnlich. Vielleicht ist es gar nicht so absurd, der Erde eine Flugtüchtigkeit zuzuweisen. Am 7. Januar 1610 entdeckt Galilei neben dem Jupiter einige Pünktchen. Das ist, wie gesagt, nichts Besonderes, weil überall sind jetzt kleine Pünktchen zu sehen. Hier übrigens eine Darstellung, die gerne Galilei in die Schuhe geschoben wird, aber man kann es ja lesen, die Observationen der Jesuiten, die natürlich das Gleiche getan haben. Aber diese Pünktchen hier erregen eben seine Aufmerksamkeit durch ihre Anordnung, weswegen er am nächsten Tag auch wieder draufschaut. Und wir sind in der glücklichen Lage, Galilei gewissermaßen über die Schulter schauen zu können, denn sein Tagebuch ist erhalten. Und wir sehen hier, dass er eben im Gennaio 1610 Giove sieht mit einigen Seria. Und hier gibt er eine Zeichnung der Anordnung der Monde, wie er sie an diesem Tag sieht. Am nächsten Tag ist es eine andere Anordnung und es ist auch eine andere, als die astronomischen Tafeln es vorhersagen würden. Am Tag drauf ist bewölkt, das kommt halt auch mal vor. Aber innerhalb kurzer Zeit wird sich Galilei klar, A, er hat hier eine echte Sensation entdeckt und B, er wird weltberühmt, wenn er hier nur wirklich schnell rauskommt. Das war durchaus vernünftig von ihm gedacht, denn der Ansbacher Hofastronom Simon Maius gibt den 8. Januar 1610 an für seine Beobachtung der Jupitermonde und gibt ein Jahr später dann die erste visuelle Orbitaldarstellung des Jupitersystems. Von Johannes Kepler schaut das dann so aus. Was sagen uns jetzt die Jupitermonde? Also Monde kreisen um den Jupiter. Ja gut, es kann natürlich nichts darüber aussagen, ob sich Erde und Sonne, wie sich die umeinander drehen. Die beiden Worte tauchen ja da gar nicht auf. Aber trotzdem wird das erste Mal deutlich, dass es auf jeden Fall Himmelskörper gibt, die sich nicht unmittelbar um die Erde drehen. Denn diese Satelliten des Jupiters, die drehen sich zunächst einmal um den Jupiter. Was dann natürlich das Jupiter-System macht, das wird man sehen müssen. Aber dadurch ist auch die Sonderstellung des Erdmondes weg, das immer ein bisschen ein Problem für die Kopernikaner war, weil natürlich auch im kopernikanischen Weltsystem der Mond sich ja erstmal um die Erde dreht und nicht um die Sonne, war so eine Anomalie. Jetzt sehen wir, ja, Planeten können eben Monde haben, der Jupiter hat sogar 4. Und es deutet sich eine neue Struktur des Planetensystems an, mit einem Zentralkörper, mit Satelliten erster Ordnung, die wir Planeten nennen, und Satelliten zweiter Ordnung, die wir Monde nennen. Ein bisschen später wird entdeckt mit dem Teleskop, dass die Sonne Flecken hat. Diese Sonnenflecken wurden von Thomas Harriot als erstes entdeckt. Wir sehen das hier links in dieser Darstellung. Aber wenig später dann auch von Galileo Galilei, der so lange rückdatiert, bis er der Erste ist, und auch von Johannes Scheiner. Die beiden fetzen sich dann ziemlich, wem die Ehre zukomme, der Entdecker der Sonnenflecken zu sein, wobei beide es völlig ignorieren, dass die erste Veröffentlichung ganz klar von Johannes Fabricius gekommen ist. Nur diese Sonnenflecken sind natürlich auch kein Beweis des Heliozentrismus, aber sie sind auch wieder ein Nadelstich, denn die Sonne hatte ein idealer Körper zu sein und Flecken waren da einfach nicht vorgesehen. In dem Fall jetzt sogar noch ein bisschen unangenehmer, denn im Christentum wird die unbefleckte Empfängnis Marias oft sinnbildlich mit der Sonne verglichen, sodass es für einen rechten Christen es sich geziemte, hier lieber dreimal hinzuschauen, bevor man da irgendwelche Dinge in die Welt bläst. Die systematisch wichtigste Beobachtung sind aber die Phasen der Venus. Wir sehen sie links.
in einer Darstellung aus dem Sacciatore, also dem Goldwäger von Galilei, und rechts haben wir eine modernere Darstellung. Wir müssen uns die Sonne hier in der Mitte vorstellen und wir Betrachter sind hier gewissermaßen die Erde. Das heißt, wenn wir von der Erde aus auf die Venus schauen und die Venus befindet sich auf der anderen Seite der Sonne, in dieser Lage, dann schauen wir auf die Seite der Venus, die von der Sonne beschienen ist. Wir sehen also die Vollvenus. Wenn wir dagegen auf die Venus schauen, wenn sie zwischen Sonne und Erde steht, dann schauen wir de facto auf die dunkle Seite, die Neuvenus, beziehungsweise auf die schmale Sichel, die man eben sehen kann, die aber, weil die Venus uns viel näher ist, deutlich größer ist, sodass, wenn man die Brille abnimmt oder die Augen so ein bisschen zuzwinkert, immer mehr oder weniger die gleiche Helligkeit erkennt und deswegen ohne Teleskop kein Argument aus dieser Beobachtung gewinnen kann. Jetzt aber mit dem Teleskop wird klar, dass die Venus sich definitiv um die Sonne dreht. Und damit haben wir das erste Mal einen Beweis, dass die aristotelisch-ptolemäische Weltsicht, zumindest hinsichtlich ihrer Aussagen über die inneren Planeten, definitiv falsch ist. Das ist kein Beweis des Heliozentrismus, aber natürlich ein ganz wichtiger Etappensieg. Hier in einer moderneren Darstellung die Venus, also natürlich ein Radarbild, man kann ja nicht draufschauen. Auch hier war Simon Marius dem Galilei auf den Fersen, da ist er ein Vierteljahr hinter ihm. Und auch hier sehen wir, dass die Anordnung der Phasen ganz offenbar von der Stellung der Sonne abhängt. Das hier ist der Horizont und diese Wolke, ja, wir würden heutzutage, wo jeder lesen kann, wahrscheinlich hinschreiben, achten Sie auf Ihre Augen, schauen Sie nicht ungeschützt in die Sonne. Aber der Zusammenhang ist von Marius hier auch völlig klar erkannt worden. Nun, für Galileo Galilei war die Sache damit gegessen und das heliozentrische Weltsystem das einzig Vernünftige. Wenn man selbst ist, muss man allerdings sagen, dass das nicht stimmt. Es gibt eine ganze Menge von möglichen Weltsystemen. Bis jetzt können wir nur sagen, dass links oben das ptolemäische Weltsystem falsifiziert ist. Das ist aus dem Rennen. Und auch das platonische Weltsystem, bei dem nur die Reihenfolge ein bisschen anders ist, das ist natürlich auch aus dem Rennen. Jedes System, das noch mitspielen will, muss es erlauben, die Venusphasen korrekt zu reproduzieren. Das tut aber das sogenannte ägyptische Weltsystem, das tut das tychonische Weltsystem. Hier links unten sehen wir eine Variation vom tychonischen von Riccioli, das soll uns nicht interessieren. Und das tut trivialerweise das kopernikanische Weltsystem. Was wissen wir noch? Nun, als moderne Betrachter wissen wir, dass zwei dieser Systeme kinematisch äquivalent sind. Also sie reproduzieren komplett die gleichen Distanzverhältnisse und damit auch Helligkeitserscheinungen, nämlich das vollständig tychonische und das kopernikanische. Zumindest wenn man keine Beobachtungen von außerhalb des Planetensystems hinzuzieht, aber Fixsternparallaxe geht halt noch nicht und man keine dynamischen Argumente hat, wie aus der ganzen Coriolis-Gruppe, aber das hat man natürlich auch noch lange nicht. Das heißt, alles, was für das eine System spricht, spricht auch immer automatisch für das andere und umgekehrt und alles, was gegen das eine spricht, spricht auch gegen das andere. Da nun aber immer noch im Raum die Einwände gegen den Heliozentrismus stehen, die ich vorhin genannt habe, ist es fraglich, ob denn dann das kopernikanische System schon beanspruchen kann, hier als Sieger aus dem Rennen zu gehen. Und noch Mitte des 17. Jahrhunderts ist diese Ansicht aus dem Titelkupfer von Almagestum Novum von Riccioli, denke ich, deutlich. Wir sehen hier Urania, wie sie die Weltsysteme auswiegt. Am linken Bildrand sehen wir einen Astronomen. Sie erkennen das vielleicht nicht, aber diese Flecken auf seiner Haut, das sind alles Augen. Er ist aber auch bereits als ein moderner Astronom ausgewiesen, indem er ein Teleskop trägt. Und rechts oben sehen Sie jetzt all die Phänomene, die Sie auch leicht erkennen, nämlich die Kometen, die knusprige Gestalt des Mondes, die Monde des Jupiters, von dem man jetzt schon weiß, dass er auch Banden hat. Und das hier oben, das sind die Henkel des Saturn, die dann Huygens und Cassini als Ring identifizieren. Auf der anderen Seite haben wir Merkur- und Venusphasen.
Und damit ist auch schon klar, dass hier offensichtlich kein Kopernikaner am Werk ist, denn diese Aufteilung in Nachtphänomene und Tagphänomene ist dem Heliozentrismus natürlich vollkommen äußerlich. Wir haben aber auch keinen Anhänger der ptolemäischen Lehre mehr vor uns, denn das Weltbild von Ptolemäus, das liegt hier unten. Und Ptolemäus, der hier abgebildet ist, darf gerade noch sagen, indem ich korrigiert werde, werde ich aufgerichtet. Aber er ist aus dem Rennen. Aber das kopernikanische Weltsystem, Sie sehen es, wird von den Zeitgenossen als zu leicht empfunden. Die schwergewichtigeren Argumente scheinen für ein tychonisches Weltsystem zu sprechen, das hier jetzt wieder in einer Variante vorliegt. Nun, das ist der Stand der Astronomie, mit der man jetzt Johannes Kepler ins Geschehen bringen kann, um zu sehen, was er denn hier zu diesem Bereich beibringen kann. Johannes Kepler ist in Weil der Stadt 1571 geboren, hat dann mehrere Schulen durchlaufen. Er war dann in Maulbronn und an verschiedenen anderen, wo er auch Latein gelernt hat. War oft ein anstrengender Schulleben, Sommer 6 Uhr. Lehrer durfte man oft nur ansprechen, wenn sie einen dazu aufgefordert haben. Er macht schließlich den Abschluss des Landtagsexamen in Stuttgart und kann über ein Stipendium ein Studium an der Universität Tübingen beginnen, wo er evangelische Theologie studiert. Kepler hört sich aber auch Vorlesungen in Mathematik an und ist insbesondere bei Michael Mestlin, der ihn mit der Lehre des Kopernikus vertraut macht. Kepler wäre sicherlich gerne an der Universität Tübingen geblieben, um vielleicht eines Tages auch Nachfolger von Mestlin zu werden. Allein da er die protestantische Konkordienformel für sich nicht als maßgeblich betrachtet, hat er eigentlich mit den evangelischen Ständen ähnlich viel Ärger wie mit den katholischen. Er hat zeitlebens niemals eine Anstellung in Tübingen bekommen. Es war dann für beide Seiten ganz gut, dass man in Graz für ihn eine Stelle als Mathematiklehrer gefunden hat. Dort war er an der Hochschule der Protestanten, die durchaus mit Reputation belegt war, insoweit sie das Gegenstück gegen die Universität der Jesuiten war und dort Motor der Gegenreformation war. Kepler hat sich in dieser Zeit auch schon viel mit mathematischen Themen und insbesondere mit den platonischen Körpern beschäftigt. Diese platonischen Körper sind ja genau 5, das kann man relativ einfach elementar zeigen, dass es nicht mehr konvex ideale Körper geben kann. Und das ist natürlich auch schon in der Antike aufgefallen und berühmt ist natürlich Platon, der im Timaeus den 4 Elementen diese Körper zugeordnet hat und den 5. dann eben für den Himmelsäther vorgesehen hat. Diese platonischen Körper meint Kepler nutzen zu können für eine Erklärung, warum es genau so viele Planeten gibt, wie es gibt und warum sie diese Abstände haben. Man nennt das erste Keplersche Weltmodell. Und um es zu erläutern, durch mal den Kontrast ein bisschen verstärken. Sie sehen hier außen eine Kugelschale, die die Bahn von Saturn trägt. Die Dicke dieser Schale ist genau so, dass gewissermaßen der Epizykel hier drinnen liegen kann. Und in diese Kugelschale legt er nun einen platonischen Körper. Das ist der Würfel. Und in den Würfel beschreibt er einen weitere Kugelschale. Und in diese Kugelschale, da kommt nun der Planet Jupiter. Und in diese Kugelschale legt er jetzt wieder einen platonischen Körper, ist Tetraeder. Und dann kommt wieder eine Kugelschale und wieder ein platonischer Körper. Sie können sich vorstellen, so geht es bis in die Mitte hinein. Nun, diese Theorie hat Kepler natürlich hat irgendwann gesehen, dass die zahlenmäßig nicht ganz hinhaut, aber die Vorstellung grundsätzlich hat ihn sein ganzes Leben lang begleitet, auch in dem Buch, das er wahrscheinlich persönlich als sein Hauptwerk angesehen hat, Harmonices Mundi Libri 5, hat er sie noch verfolgt, wie man hier an dieser Stelle sehen kann. Er hat auch ein Exemplar Galilei geschickt, der sich da geschickt aus der Affäre gezogen hat, weil diese Vorstellung repräsentiert natürlich alles, außer jetzt
den Kopernikanismus, was moderne Forscher wie Galilei ablehnen. Das ist das reine Grauen, das ist platonistisch oder eigentlich pythagoreisch. Er schreibt da nur ein paar Zeilen, er will den Boten nicht warten lassen, deswegen kommt er jetzt nicht zum Lesen, aber bedankt sich schon mal sehr, aber da hat er ganz sicher nichts davon gehalten. Tycho Brahe hat ganz sicher auch nichts davon gehalten, aber hat erkannt, dass man es hier offensichtlich mit einem Menschen zu tun hat, der höchste mathematische Finesse hat und genau der sein könnte, den Brahe für seine unermesslich vielen Daten braucht. Als Kepler aus Graz wegziehen muss, weil man ihn zwingt, entweder zum Katholizismus, zu den katholischen Seiten überzutreten oder die Stadt zu verlassen, entscheidet er sich für Stadt verlassen und nimmt jetzt das Angebot von Tycho Brahe natürlich dankend an und geht nach Prag, wo Brahe inzwischen kaiserlicher Hofmathematikus war. In dieser Zeit gab es, linde gesagt, doch Spannungen zwischen Kepler und Brahe. Aber dadurch, dass Brahe schon 1601 gestorben ist und auf dem Totenbett dann auch Kepler als seinen Nachfolger empfohlen hat, haben sie die Zeit überlebt, wollte ich sagen. Also Kepler hat die Zeit überlebt, Brahe natürlich nicht. Kepler wurde dann also Hofastronom in Prag, was er unter der Herrschaft von drei habsburgischen Kaisern dann auch gewesen ist, Rudolf II., Matthias I. und Ferdinand II. Brahe hat Kepler beauftragt, sich um den Mars zu kümmern. Deswegen spricht Kepler auch immer gerne von seinem Kampf mit dem Mars. Und Kepler analysiert die Bewegung von Mars aus den Daten, die Brahe und seine Schüler und Assistenten erstellt haben. Und man sieht das hier in dieser Darstellung, die jetzt natürlich geozentrisch ist. Das Gelbe ist die Bahn der Sonne. Und hier sehen wir die Bahn von Mars von 1580 bis 1596, wie sie sich da in diesen Schleifen bewegt. Nun ja, das mag glauben, wer will, dass sich der Mars tatsächlich in dieser Art und Weise bewegt. Kepler ganz sicher nicht. Bei anderen Planeten, bei der Venus, sieht es so aus. Das ist jetzt natürlich keine Darstellung von Kepler mehr, sondern von Cassini, also auch noch mal ein bisschen genauer. Da die Venus ja mal näher, mal ferner ist, gehen die Schleifen mal unterhalb, mal oberhalb der Sonne. Beim Merkur, der noch ein bisschen enger an der Sonne ist, schmiegen sie sich ein wenig enger. Und für Jupiter und Saturn schaut die Sache dann so aus. Und ja, man muss zugeben, das schaut schon ein bisschen so aus, wie wir das von der Epizykellehre aus der Antike gesehen haben. Nun, Kepler hat für sein Schaffen drei Personen und Bereiche genannt, denen er besonders zu Dank verpflichtet ist. Das ist natürlich die heliozentrische Lehre des Nikolaus Kopernikus. Es sind die Daten von Tycho Brahe und es ist die Magnetismustheorie von William Gilbert. Gilbert hatte 1600 ein Buch namens De Magnete veröffentlicht und dort postuliert, dass das Wissen der Natur nicht aus Büchern, sondern nur aus Naturphänomenen selbst gewonnen werden könnte und insbesondere, dass der Mond durch magnetische Kräfte um die Erde geführt wird und letztlich auch die Erde durch magnetische Kräfte um die Sonne geführt wird. Wir alle wissen, das hat sich als nicht richtig erwiesen, aber dadurch war eine Fernwirkungskraft in die Welt gekommen, zumindest das Konzept einer Fernwirkungskraft. Kepler schaut sich nun die Bewegung von Mars genauer an und er bemerkt, dass der Mars jetzt nicht nur in Bezug auf die Erde, sondern auch in Bezug auf die Sonne in unterschiedlichen Abständen ist. Mal ist er ein bisschen näher, mal ist er ein bisschen weiter von der Sonne entfernt. Und er bemerkt auch, dass immer, wenn der Planet nahe an der Sonne ist, er relativ schnell ist und wenn er sehr weit entfernt ist, dass er dann entsprechend langsam ist. Das führt ihn auf die Annahme einer Proportionalität von Bahngeschwindigkeit und Entfernung,
Das ist aber nicht richtig. Das gilt nur für Perihel und Aphel, beziehungsweise den jeweils azimutalen Teil halt der Bewegung. Aber Kepler kommt nach einigen Überlegungen tatsächlich auf die richtige Gesetzmäßigkeit. Und man könnte allein darüber mehrere Stunden sprechen, mit welchen verwegenen Gedanken er da kämpft und wie er es dann am Ende doch schafft. Es ist dann am Ende eine relativ kleine Differenz von dem, was er gerne gewollt hätte, zu den tatsächlichen Daten, die er dem Datenpreis entnimmt, die ihn dann zu dem zweiten Keplerschen Gesetz führen, das wir ausdrücken, indem wir sagen, der Radiusvektor, der Fahrstrahl von Sonne zum Planeten überstreicht in gleichen Zeiten gleiche Flächen. Wir schauen uns das mal in dieser Animation an und vielleicht zunächst für den Kreis und sehen, dass beim Kreis natürlich es trivial ist, dass diese Gesetzmäßigkeit erfüllt ist. Die Fläche ist hier ja immer die gleiche. Aber wenn jetzt die Bahn des Planeten kein Kreis ist, wie schaut es dann mit seiner Bewegung aus? Und das zeigt hier der linke Teil, wo wir hier eine Ellipse haben, wo wir sehen, dass hier zwar am Perihel die Dreiecke viel kleiner sind, die sich ergeben, aber dafür der Winkel weit gespreizter ist, während da draußen im Aphel das Dreieck sehr lang ist, aber halt auch entsprechend schmal. Und die Aussage ist eben, dass die Fläche immer die gleiche ist. Also anschaulich dargestellt, wenn das die Sonne ist und das ein Planet, dann fällt der Planet gewissermaßen auf die Sonne zu, wird immer schneller und rauscht um das Perihel rum, bevor er sich dann hier wieder ums Aphel quält. Also in dieser Weise, übertrieben dargestellt, ist die Bewegung der Planeten und das ist das zweite Keplersche Gesetz. Mit diesem Gesetz kontrolliert Kepler nun die Bahn nochmal genauer und muss feststellen, dass sie kein Kreis ist, kein Oval, sondern, und auch hier könnte man wieder stundenlang drüber sprechen, wie er dazu kommt. Ich will es aber der Zeit wegen doch ein bisschen abkürzen und Ihnen ja auch bekannte Ergebnis mitteilen, dass die Planetenbahnen Ellipsen sind. Genau genommen also das erste Keplersche Gesetz als zweites erst entdeckt worden, aber in der systematischen Reihenfolge macht das ja durchaus Sinn. Es ist unter Augenblick ein bisschen innezuhalten, denn wenn wir uns noch einmal vergegenwärtigen, seit 2000 Jahren etwa gibt es zwei fundamentalastronomische Axiome, dass nämlich die Bewegung der Gestirne auf Kreisen ist und dass sich die Bewegung gleichförmig hier erfolgt. Und jetzt kommt tatsächlich einer daher, der diese beiden Axiome nicht akzeptiert und neue dahinsetzt. Man muss also sagen, der eigentliche Revolutionär der kopernikanischen Wende ist durchaus Johannes Kepler, denn selbst Kopernikus kratzt an diesen Axiomen nicht und auch Galilei bleibt ganz brav bei den Kreisen. Da ist Kepler tatsächlich singulär und durchaus epochal. Deswegen das Buch, in dem er diese beiden Gesetze bringt, die Astronomia Nova, auch als eines der bedeutendsten Bücher der Astronomie gilt. Und auch wenn Kepler ja noch in der Kinematik verhaftet ist und der für die Mechanik zentrale Begriff der Masse fehlt, der dann ja sozusagen über eine Proportionalitätskonstante mit dem Kraftbegriff und der Beschleunigung eingeführt wird, nähert sich Kepler auch dem Begriff der Kraft an, indem er die Vorstellung hat, dass wenn man einen Körper um die Sonne drehen will und er ist sehr nahe, sagen wir mal eine Weitwurf-Eisenkugel, die man nah am Körper natürlich reicht rumführen kann, während wenn man sie am ausgestreckten Arm bewegen wollte, man schon ein bisschen einen Widerstand spürt, so nähert sich Kepler der Vorstellung an, dass letztlich Kräfte eine Rolle spielen, was die Bewegung der Planeten anbelangt. In dieser Zeit veröffentlicht Kepler auch im Bereich der Optikschriften. Schon 1604 hat er eine Optik veröffentlicht, in der er erstmals die Funktionsweise der Camera Obscura gibt und auch erklärt, dass die Lichtstärke mit dem Quadrat der Entfernung abnimmt und auch eine Physiologie des Auges hier mit reinbringen. Nach der Erfindung des Teleskops schiebt Kepler eine weitere Optik nach, dann als eine Optik der Linsensysteme, auch unter anderem einen neuen Typus von Teleskop entwickeln, den man Keplersches Fernrohr
ist auch sehr wichtig, denn man muss sich klar machen, wenn man ein neues Instrument einführt und nicht wirklich durch Funktionsnormen und auch wirklich ein Verständnis des Instruments garantieren kann, dass das auch korrekt die Wellen abbildet. Das war für die Menschen damals nicht unbedingt naheliegend, dass wenn man zwischen das Sinnesorgan und das Objekt was dazwischen schiebt, dass es dann besser werden könnte. Also solange man so eine Theorie nicht hat, ist ein Teleskop wie eine Wünschelrute. Erst wenn man klar sagen kann, dieses Instrument bildet Realität korrekt ab, gelten auch die Argumente, die man mit dem Teleskop findet. Insoweit also auch hier eine der wichtigsten Schriften im Bereich der Optik. Die Zeit in Prag neigt sich dennoch zu Ende, denn erneut stellt man Kepler vor, die Alternative zum Katholizismus zu konvertieren oder die Stadt zu verlassen. Er bleibt zwar Astronom ohne Residenzpflicht, muss aber Prag verlassen und zieht nach Linz, wo er eine Stelle auch wieder als Mathematiker, als Landschaftsmathematiker annimmt. Linz war damals durchaus nicht so bedeutend wie Graz. Es war schon ein bisschen die Provinz. Auf der anderen Seite hat Kepler es die Gelegenheit gegeben, sich seinen Studien noch näher widmen zu können. Wir die beiden ersten Keplerschen Gesetze zur Verfügung haben, aber man könnte sich ja vorstellen, dass auch in einem geozentrischen Weltbild die Planeten sich auf Ellipsen bewegen. Schön wäre es, es gäbe mal einen Zusammenhang zwischen verschiedenen Planeten in einem Planetensystem. Und das läuft auf die Frage hinaus, wenn man einen Planeten in den Abstand einsetzt, die rote Linie. Und wir wollen mal sagen, der Planet braucht eine bestimmte Zeit, um einmal rumzukommen. Nehmen wir auch wieder eins, damit es sich leicht rechnet. Wie lange braucht er, wenn der Abstand doppelt so lang ist? Nun, zunächst geht in den Umfang der Radius ja linear ein. Also der Umfang ist auf jeden Fall auch doppelt so groß. Und wenn er gleich schnell ist, wird der Planet schon mal doppelt so lang brauchen. Aber wenn er doppelt so lang nur braucht, dann ist er immer noch so schnell, wie er auf der Innenbahn ist. Aber da ja die Anziehungskraft, wir wissen das, mit dem Quadrat des Abstands abnimmt, muss der Planet langsamer sein, sonst würde er tangential entweichen. Jetzt kann man raten, wenn er doppelt gilt, gilt vielleicht dreimal so lang. Dreimal so lang wäre Wurzel 9, die Wahrheit ist Wurzel 8. Tut mir jetzt leid, dass ich Ihnen da keine schönere Zahl mitteilen kann, aber in der damals üblichen Sprache als Proportion kann man das sehr schön ausdrücken, nämlich die Quadrate der Umlaufzeiten verhalten sich wie die Kuben der mittleren halben Bahnachsen. Quadrate ist hoch 2, Kuben ist hoch 3. Das ist also das dritte Keplersche Gesetz, die Quadrate der Zeiten wie die Kuben der Abstände, vereinfacht ausgedrückt. Man kann das dann auch durch Hinzufügen der Masse noch ein bisschen erweitern. Nun, dieses Gesetz ist schon sehr beeindruckend. Ich habe es mal für moderne Werte hier aufgetragen und wir sehen hier auf einer schon logarithmischen Skala die Position der Planeten. Und wenn man hier eine Linie durchzieht, ja, also was soll man da jetzt sagen? Dass das jetzt Zufall ist, das scheint schon sehr weit hergeholt. Also hier hat jemand ganz offensichtlich wirklich einen echten Zusammenhang entdeckt. Wenn man sich mit modernen Werten die Abweichungen von dem idealen dritten Keplerschen Gesetz zu den tatsächlichen Orten anschaut, die sind minimal und kommen nur dadurch zustande, dass die großen äußeren Planeten Jupiter und Saturn halt selbst auch schon eine gewisse Anziehungskraft ausüben. Diesen Zusammenhang bringt Kepler dann in dem Werk Harmonice Mundi von 1619. Und dort ist es fast ein bisschen versteckt im Buch 5 im Kapitel 3 als achten Hauptsatz unter 13 schreibt er
Allein es ist ganz sicher und stimmt vollkommen, dass die Proportion, die zwischen den Umlaufzeiten zweier Planeten gesteht, genau das anderthalbfache der Proportion der mittleren Abstände ist. Das anderthalbfache hört sich jetzt ein bisschen ungewöhnlich an, aber einhalb, das ist 3/2. Und jetzt haben Sie wieder die hoch 3 und die hoch 2. Und die Pointe ist jetzt natürlich, dass dieses dritte Keplersche Gesetz nur für eine heliozentrische Welt gilt, nicht für eine geozentrische. Ich denke, das ist das stärkste Argument, das man bis Newton überhaupt zum Heliozentrismus beitragen kann. Ob Sie das jetzt als Beweis ansehen wollen oder eben nur als ein besonders herausragendes Argument, ist vielleicht Geschmackssache, aber hier hat Kepler wirklich etwas Bedeutendes entdeckt. Nur 8 Tage übrigens nach seiner Entdeckung ereignet sich ein weiteres bedeutendes Ereignis und wir sehen hier einige Menschen, die aus einem Fenster geworfen werden. Sie haben das sicher gleich gesehen. Das ist der Prager Fenstersturz, also der Auslöser des 30-jährigen Kriegs, den Kepler fortan jetzt auch noch um die Ohren hat. Konfessionelle Streitigkeiten gab es ja schon vorher. Sie haben schon 1616 dazu geführt, dass der Vatikan das Dekret von 1616 erhob gegen den Kopernikanismus, zumindest dass von der kopernikanischen Lehre nicht apodiktisch gesprochen werden darf, sondern nur hypothetisch. Man dürfte also nicht sagen, die Erde dreht sich um die Sonne, sondern man dürfte nur sagen, wenn die Erde sich um die Sonne dreht, kann man die Phänomene besser erklären. Das zum Beispiel. Sagen. Kepler hat schon in einem Brief ein bisschen bedauert, dass es durch die Schroffheit einiger Leute die Fragen der Sternkunde an unrechter Stelle und in unpassender Weise behandeln, dahin gekommen ist, dass das Lesen des Buchs des Kopernikus, das fast 80 Jahre lang ganz unbehelligt blieb, schließlich untersagt wurde, bis das Werk verbessert sei. Er hat dabei sicher auch ein bisschen um eigene Werke Sorge gehabt und das nicht umsonst, denn in der Tat ist sein Abriss der kopernikanischen Astronomie, also die Epitome, tatsächlich auch auf den Index gesetzt worden, was der Verbreitung aber nicht schädlich war. Das nächste und letzte große bedeutende Werk von Johannes Kepler sind dann die Rudolfinischen Tafeln. Ein Tafelwerk jetzt eben auf nicht kopernikanischer, sondern auf keplerscher Grundlage, also unter Einbeziehung aller Zusammenhänge, die wir bis jetzt gesehen haben. Und dadurch kann die Genauigkeit jetzt wirklich gesteigert werden, bei Jupiter etwa auf das Doppelte, bei Venus aufs Vierfache, Mars auf 10 bis 15-fache und bei Merkur auf 10 bis 18-fache. Und hier in diesen rudolfinischen Tafeln zeigt sich auch das pädagogische Talent von Kepler, denn dieses Werk ist, man muss es leider sagen, unlesbar. Erst als sich so ein Speckgürtel um das Werk herum bildet, wo andere Astronomen gewissermaßen Anleitungen schreiben, man könnte sagen Bedienungsanleitungen, wie man mit den rudolfinischen Tafeln eigentlich umgehen soll. Erst da sind sie dann wirklich eingeschlagen und waren dann auch für die Kalendermacher lesbar. Und das hat keinen unerheblichen Einfluss gehabt, denn für einen Kalendermacher war das schon ein wichtiges Argument, wenn er sagen konnte, hör zu Leute, meine Tafeln sind zwar, also meine Kalender fürs nächste Jahr sind zwar doppelt so teuer wie die von der Konkurrenz, aber ich habe die letztjährige Sonnenfinsternis nur auf 4 Stunden falsch angegeben. Alle anderen lagen mindestens 8 Stunden daneben. Und auf diese Art und Weise haben sich die rudolfinischen Tafeln dann natürlich mit der Zeit durchgesetzt, weil immer deutlicher wurde, dass jetzt wirklich bessere Tafeln gekommen sind. Das haben ja die britannischen von Erasmus Reinhold, also auf kopernikanischer Basis, nicht geschafft. Die waren mal besser als die ptolemäischen, diese alfonsinischen Tafeln, aber mal waren sie schlechter. Jetzt diese Tafeln, die sind immer besser. Und deswegen nutzen am Schluss viele Astronomen diese Tafeln, ohne deswegen zwingend Kopernikaner zu sein. Aber es sind einfach
die besseren Tafeln. Übrigens sieht man Kepler auf diesem Titelkupfer selbst hier unten in dieser Kassette. Da hat er sich selbst eingetragen. Ich vergrößere das mal ein bisschen und dann sieht man ihn schon ein bisschen ausgemerkelt mit den Namen der vier wichtigsten Bücher von ihm. Wir kennen die jetzt schon, wenn hier Kommentar zum Mars steht, meint er immer die Astronomia Nova. In den letzten Jahren seines Lebens war Kepler dann tätig für Wallenstein als Astrologe. Er hat schon in jungen Jahren für Wallenstein mal ein Horoskop erstellt, ohne zu wissen, dass es Wallenstein ist. Und das war scheinbar aus Sicht von Wallenstein ganz gut. Auf jeden Fall hat er ihn jetzt eingestellt. Das war, also die Astrologie war jetzt Kepler nicht fremd. Er war da durchaus keiner, der das Kind mit dem Bade ausschütten wollte. Aber es war sicher der Grund, dass er die Stelle annahm. Aber Wallenstein lockte Kepler mit einer Druckereiwerkstatt in Sagan. Und dadurch hatte er die Möglichkeit, weiterhin zu publizieren. Und das war, Sie haben es in Erinnerung, es ist ja immer noch 30-jähriger Krieg, natürlich schon ein Privileg, wenn man nicht rumziehen muss, sondern selbst die Möglichkeit hat, Werke zu drucken. In diese Zeit fallen auch seine Untersuchungen von den inneren Planeten und aufgrund seiner jetzt verbesserten Tabellenwerke erkennt er, was er am Anfang gar nicht für möglich gehalten hat, dass es tatsächlich möglich ist, dass Merkur und Venus auch unmittelbar vor der Sonne vorbeiziehen können. Ausgesehen. Hier sehen wir so einen Merkurdurchgang. Ist dann doch ein kleines Pünktchen. Also hat man dann aber ein bisschen was enttäuscht, dass er so klein war. Bei der Venus ist es ja ein bisschen größer. Kepler sagte einen Vorübergang des Merkur vor der Sonne für den 7. November 1631 voraus und einen Transit der Venus für den 6. Dezember des gleichen Jahres. Kepler selbst starb fast auf den Tag genau. Ein Jahr vor dem Merkur-Transit. Erst der französische Astronom Pierre Gassendi, oder Gassendi beobachtete dann den Merkur-Transit in Paris mit Hilfe einer Lochkamera. Die Angaben Keplers für den Venus-Transit stimmten auf 5 Stunden genau. Sie wissen, dass gerade diese Transits, und da bietet sich vor allem der Venus-Transit an, ein Instrument sind mit den entsprechenden mathematischen Methoden, die Distanz Erde-Sonne zu ermitteln, die ja auch weiterhin immer die Basisdistanz für alle drauf fußenden Entfernungsbestimmungen, egal ob Pheiden oder dann Rotverschiebung etc. oder Supernova 1a. Jeder Fehler in dieser Basiseinheit überträgt sich natürlich auf alle, deswegen eine große Bedeutung. Beim Versuch, ausstehendes Gehalt einzuziehen, reist Kepler mal wieder nach Regensburg. Er erkrankt und stirbt letztlich am 15. November 1630. Posthum erscheint noch der Traum vom Mond, ein Werk, das er schon 1609 in 2 Nächten wie im Rausch geschrieben hat. Dadurch wird Kepler ganz nebenbei auch zum Begründer des Genres Science Fiction. Also auch hier ist er wieder einer der großen Pioniere. Und er nimmt den Leser durchaus in pädagogischer Mission auf eine Reise auf dem Mond mit, um ihm dort die Phänomene vom Mond aus zu zeigen und auch ein bisschen vielleicht, um es dem Leser zu erleichtern, dann zu sehen, dass die Phänomene auf der Erde eben auch im Kontext des heliozentrischen Weltsystems gesehen werden müssen. Kurz vor 1900 ist es dann auch ins Deutsche übersetzt worden und liegt jetzt in mehreren Fassungen inzwischen auch vor. Die kepler'schen Gesetze sind letztlich bis heute von Bedeutung und natürlich gelten sie auch für die Galaxien. Natürlich ein bisschen Gravitationstheorie dazu, aber der Umstand, dass sich die äußeren Sterne in nahen Galaxien, seitdem man die auflösen kann, eben nicht an den Keplerschen Gesetzen orientieren, hat schon 1933 den Schweizer Astronomen Fritz Zwicky dazu gebracht, bei seiner Betrachtung von Galaxienhaufen, dass es so etwas wie dunkle Materie geben müsste. Und natürlich gelten diese Gesetze letztlich auch für die Bewegung der Sterne um das schwarze Loch, Sagittarius A, im Zentrum der Milchstraße,
wo wir auch wieder Bahnen sehen, die sich an den Keplerschen Gesetzen orientieren. Natürlich müssen wir da Newton hinzunehmen und auch ein bisschen Einstein, weil es natürlich schon ein paar relativistische Effekte gibt. Aber trotz dessen, der Zusammenhang, der hier letztlich entdeckt wurde, das ist das, was einst Johannes Kepler fand. Und damit möchte ich den Vortrag beschließen und hoffe, dass Ihnen der Kepler ein wenig gefallen hat. Danke. Ja, Herr Laich, vielen Dank für den wunderbaren Vortrag, eine Reise durch die Geschichte. Und ich wollte sagen, das soll jetzt keine Kritik sein, habe vieles Neue gelernt dabei. Das fand ich sehr spannend. Und es gab auch schon viele Fragen im Chat aus dem Publikum und viele Kommentare an alle, die zusehen und eingeloggt sind bei YouTube oder sich einloggen möchten. Jetzt ist die Zeit, noch eine Frage, einen Kommentar zum Vortrag zu stellen. Und lassen Sie uns mal schauen, was es so für Kommentare gab. Ganz zu Anfang ging es ja um die Gegenüberstellung der Weltsysteme oder am Anfang. Und ein Kommentar lautet oder eine Frage, ob das tychonische Weltsystem nicht quasi als Kompromiss gemeint war. Also die Frage schreibt das nicht wörtlich, aber ob das nicht vielleicht sogar Tycho selbst so gedacht hat. Ich entwickle jetzt hier ganz bewusst einen Kompromiss, nicht wahr? Also als Kompromiss zwischen dem eigentlich selbst als richtig empfundenen heliozentrischen und dem kirchlich gewünschten geozentrischen. Oder war das eine genuine Sichtweise, so ist es am besten? Ja, aus heutiger Sicht erscheint natürlich das tychonische Weltsystem als ein Kompromisssystem, das ist ganz klar. Aber Tycho war dezidiert überzeugt, dass es das Richtige ist, denn die Einwände gegen den Heliozentrismus waren aus seiner Sicht weiterhin nicht begradigt. Und deswegen war das Kopernikanische für ihn nicht möglich und das Ptolemäische nicht mehr möglich. Also er war sicher überzeugt, dass das tychonische Weltsystem einzig die richtige Darstellung des Planetensystems wiedergibt. Okay. Wir haben einen regelmäßigen Zuschauer, der hier den Usernamen Flacher Mars hat. Das finde ich immer sehr amüsant. Flache Erde kenne ich, ist zwar nicht richtig, aber dass jemand propagiert, der Mars sei flach. Gut, im Teleskop erscheint er als flaches Scheibchen, aber das hat, glaube ich, weder Kepler noch sonst jemand jemals so gedacht. Jedenfalls Flacher Mars schreibt nur als Kommentar, die Besonderheit dieses gigantischen Fortschritts. Millionen Jahre lang haben wir den Sternenhimmel nur mit den Augen betrachtet und dann eben das Teleskop. Das war so ein Kommentar an der Stelle, als es um das Teleskop ging natürlich. Und dann ebenfalls von ihm der Kommentar, oder von ihr, vielleicht ist Flacher Mars weiblich, konnten wir bisher nicht rausfinden, den Kommentar, dass ja Kepler sehr bekannt ist vom Namen her, aber Brahe, also zumindest in der allgemeinen Öffentlichkeit deutlich weniger. Ungerecht, schreibt der Nutzer hier, finde ich, ja, kann man so sehen, denke ich. Ne? Die Leistung war hoch. Ja, natürlich, Astronomiegeschichte beschäftigt, dann wird man schnell auch auf Brahe stoßen, aber man muss jetzt fair sein, für den Normalbürger muss die Astronomie in einer Handvoll Leuten abgewickelt werden und dann wird man vorne den Ptolemäus haben, dann kommt man an dem Kopernikus nicht vorbei. Ja. Der Galilei wäre nicht zwingend, aber den hat man auch immer im Hinterkopf. Kepler ist ganz zentral und Newton, Einstein, jetzt sind wir schon wieder über der Hand, die brauchen wir auf jeden Fall. In dieser zweiten Ebene ist Brahe sicherlich ein bedeutender Astronom, aber dadurch, dass er der letzte der Alten war, also eben noch nicht den Kopernikanismus angenommen ist, tendiert natürlich eine Geschichtsschreibung, die im Stile von Hagiographie, also von Heldenverehrung daherkommt, alle Leute, die aus unserer Sicht nicht die richtige Meinung vertreten haben. Ja, das ist richtig. Und ebenso der Kommentar, es geht in dieselbe Richtung. Was würde Kepler wohl zu den aktuellen Bildern der Mars Rover sagen? Ich meine, wenn es um die Erforschung oder die Rolle des Mars geht. Ja, spannende Frage. Es gibt so manche Romane oder auch Filme oder im Fernsehen so Szenen bei manchen Science-Fiction-Serien, wo dann exemplarisch hypothetische Newton sich mit Einstein unterhält oder so etwas. Im selben Sinne könnte man sich mal hypothetisch den Kepler mit einem Planetologen unterhalten lassen, aber es waren ja auch ganz andere Forschungsgegenstände. Kepler kannte ja, er wusste wohl, dass der Mars ein Himmelskörper ist, von der Beschaffenheit vielleicht entfernt ähnlich der Erde. Das konnte man wohl schon ahnen, dass es auf dem Mars vielleicht Steine geben mag, aber wie die sich jetzt von denen auf der Erde unterscheiden und so, das war natürlich fern dem, was Kepler überhaupt bedacht hat, denke ich mal natürlich.
Ja, in diesem Werk Traum vom Mond, da ist er wirklich in vielerlei Hinsicht sehr weitsichtig und eine ganze Reihe von Schlüssen, da muss man sagen, ja, Respekt, auch was die Möglichkeit von Raumfahrt anbelangt, die ja nun um 1600 völlig obsolet war, außer sich von Gänsen zum Mond ziehen zu lassen, gab es da ja keine Optionen. Er schreibt dazu, man schaffe Segel für den Weltraum und es wird Menschen geben, die zu anderen Sternen reisen. Ja, also da ist er sogar schon weiter als die NASA und die ESA und andere Weltraummissionen es in den nächsten 100 Jahren schaffen werden. Ja, also ich glaube, dieser Gedanke sozusagen, diese Frage zu stellen, was hätte Kepler wohl zu den Bildern des Mars Rovers gesagt, diese Frage wäre ganz im Sinne Keplers gewesen. Also er hätte sich die Bilder, glaube ich, gerne angeschaut aus seiner damaligen Sicht vorausschauend zurückblickend kommentiert. Der wäre begeistert gewesen. Ja. Eine ganz andere Frage noch, inhaltlich sinnvolle Fragen. Entschuldigung, andere Fragen sind natürlich auch sinnvoll, sowas nicht gemeint. Eine ganz grundlegende Frage von einem Nutzer, Captain Awesome. Was sind siderische Jahre? Wir können es einfach beantworten. Jahre, die am Sternhimmel gemessen werden, immer wenn man eine Runde herum hat, in Bezug auf einen bestimmten Fixstern oder den Fixsternhimmel als Ganze. Die Frage, es müsste wahrscheinlich eher lauten, was sind nicht siderische Jahre? Was gibt es da zur Auswahl? Genau. Genau, ja, man muss sich klar machen, dass wir naheliegenderweise einen bürgerlichen Kalender haben, der auf unsere Sonne orientiert ist und wir dann auch ein Jahr danach bemessen, dass wir einmal rum sind. Aber die Erde bewegt sich da halt dabei und das siderische Jahr bezieht sich eben auf einen Fixstern und nicht auf unsere Sonne, was dann das synodische Jahr ist. Dann gibt es noch drakonitisch und platonisch und diverse weitere. Ja. Genau, also es geht halt nochmal, um es einfach zu sagen, wenn man um die Erde kreist, um die Sonne kreist mit der Erde, um Gottes Willen, mit der Erde um die Sonne kreist, ein Jahr ist einmal rum, so viel ist klar, aber woran erkennt man, wann man rum ist? Da ist ja keine Wegmarkierung und von wo bis wo meint man? Ne? Das ist die Frage. Misst man das am Stand der Sonne? Misst man das am Stand der übrigen Sterne? Misst man das an bestimmten theoretischen Punkten der Erdbahn und so weiter? Dann eine ganz interessante historische Frage. Hat damals das gemeine Volk, in Anführungszeichen, von alledem etwas mitbekommen? Der größte Teil der Bevölkerung konnte damals nicht lesen, schreibt Flachermaß erneut. Also wie war der Durchdringungsgrad in der Bevölkerung? Wie stand es damals mit der Öffentlichkeitsbildung, wie wir sie hier heute bei uns im Planetarium betreiben? Planetarium gab es damals leider noch nicht. Ja, ich denke schon, dass das bekannt war, weil es halt einfach irgendwo auch sensationell war und es ist auf den Märkten und in Flugblättern natürlich drüber gesprochen worden. Aus Luthers Tischreden ist ja auch bekannt, dass er sich darüber mal äußert, dass ein Astronom da ganz verwegene Sachen aufnimmt. Also von daher denke ich, ist es schon bekannt gewesen. Aber es ist natürlich ein Stück weit eine rein wissenschaftliche Fragestellung gewesen, so wie jetzt für uns heutige, ob für die Gravitation die Superstring-Theorie die richtige ist oder ob es eher die Quantenschleifengravitationstheorie ist. Es spielt für praktische Belange natürlich keine Rolle und insbesondere, wenn man sich in einem Kriegsgebiet befindet, ist es jetzt sozusagen nicht an vorderster Front der Themen, die einen interessieren. Aber grundsätzlich, denke ich, ist es im Volk schon bekannt gewesen. Aber dadurch, dass es eben keine praktische Anwendung hat, ist es jetzt nicht groß thematisiert worden vom normalen Volk, das natürlich auch weniger schriftkundig war. Das hat es natürlich ein bisschen dezimiert. Aber über Mundpropaganda und, wie gesagt, die Jahrmärkte ist es schon ins Volk gekommen. Naja. Und dann eine letzte Frage, die wieder so ein bisschen auf diese Werke oder Gedanken von Kepler abzielen, die so ein bisschen ins Fantastische gehen oder das seinerzeit weit vorausweisenden. Die Frage, wollte Kepler nicht ein großes Feuer machen, um mit den Marsbewohnern zu kommunizieren? Oder war das jemand anders, der diesen Plan hatte? Ich glaube, Kepler hatte gesagt, man könne in manchen Gegenden der Erde gerne große geometrische Flächen, Getreidefelder in Form großer geometrischer Formen anlegen, die dann vom Mars im Teleskop zu sehen sein würden und dann als Anzeichen von intelligentem Wirken gedeutet würden. Ist das richtig? Also ich kenne die Geschichten auch, muss ich sagen, aber ich kenne sie nicht von Kepler.
und glaube fast, dass sie nicht von ihm stammen, weil er wahrscheinlich zu realistisch gesehen hat, dass die Dimensionen nicht dafür geschaffen sind, dass man damit irgendwie wesentlich was bewirken könnte. Und wir Heutigen wissen ja, dass man nicht mal die chinesische Mauer vom Mond aus sehen kann. Ich glaube, dass das Ideen sind, die später gekommen sind, auch als der Hype um Schiaparelli mit den Mastkanälen war. Das hört sich für mich ein bisschen nach dieser Zeit an. Muss aber sagen, ich weiß es nicht. Ich notiere mir das aber mal mit dem Feuer, weil mich das jetzt natürlich interessiert, ob man da irgendeine Wurzel zu Kepler führen kann. Also mit dem großen Feuer, das ist mir tatsächlich neu, denn das müsste ja wirklich riesengroß sein. Kepler wusste ja schon, wie groß oder klein die Erde aus Sicht des Mars in einem hypothetischen marsianischen Fernrohr erscheinen würde und dass man da über tausende Kilometer große Dinge spricht. Also ich erinnere mich irgendwo auch dunkel an diese Story, dass davon die Rede war in Sibirien, weil da viel Platz ist. Große Getreidefelder anzulegen mit 1000 Kilometer Seitenlänge als Quadrat und das müsste man dann sehen können vom Mars aus. Aber ob das jetzt Kepler war, ich glaube, über Sibirien wusste man damals noch gar nicht so viel. Ja, also es hört sich nicht wirklich nach Kepler an, aber dem gehe ich auch immer nach. Ja, alles klar. Ansonsten gibt es hier viel Lob im Chat. Toller Vortrag, sagt Flacher Mars. Sehr schöner Vortrag, schreibt jemand anders. Toller Vortrag, noch jemand und so weiter. Und irgendjemand schreibt zum Abschluss guten Abend. Auch nicht schlecht. Das ist wahrscheinlich die Verabschiedung und nicht die Begrüßung gemeint. Ja. Prima. Dann sage ich auch nochmal vielen Dank. Und wünsche auch mit den nächsten Vorträgen in Münster viel Freude. Ja, vielen Dank. Ich will ganz zum Abschluss noch kurz auf genau das eingehen, auf unsere nächsten Vorträge. Wir haben immer am zweiten Dienstag des Monats eine andere Vortragsreihe bei uns, nämlich diejenige des Astronomischen Vereins, der Sternfreunde Münster. Und da geht es nächstes Mal, also in einer Woche am 8. Juni, um eine ganz praktische, aber sehr unbekannte und dennoch schöne Aufnahme, Art und Weise Himmelsfotos zu machen, nämlich die sogenannte Solargraphie, wo man einfach ein Stück Fotopapier nutzt, um dann im Laufe eines ganzen monatelangen Zeitraums zu belichten und die Bahnen der Sonne am Himmel festzuhalten. Und das ist auch gleichzeitig eine Kunstform, also eine Präsentation an der Schnittstelle zwischen Kunst und Astronomie mit Daniel Spitzer, unserem Vereinsmitglied, in einer Woche hier in diesem Kanal. Der Vortrag ist schon angekündigt, kann man schon anklicken, kann man sich schon merken. Und in dieser Vortragsreihe, in der wir hier sind, das die Planetariums jetzt aus dem Homeoffice, in einem Jahr wieder im Planetarium und im Herbst bei uns live vor Ort im Foyer des Museums. Da geht es nach einer Sommerpause erst im Oktober wieder weiter. Das heißt, jetzt klappen wir ein bisschen die Bürgersteige hoch und dann wird es, wie gesagt, am 5. Oktober den nächsten Vortrag erst geben. Und da freue ich mich, also schauen Sie auf unsere Website, schauen Sie auf die Details, die wir dann da ankündigen werden und da freue ich mich drauf, dass wir dann wieder am 5. Oktober wieder Sie und euch bei uns im Haus begrüßen können. Ja, und bis dahin wünsche ich eine gute Zeit. Ihr schreibt hier noch jemand, teilen Sie uns mit, wer das mit dem Feuer war. Ja, auf welchem Wege machen wir das? Vielleicht können Sie es mir mitteilen und wir veröffentlichen es. Ja, klar. Das machen wir zusammen. Wenn wir es denn rausfinden können, ja, schreiben wir das, editieren wir das. Dieser Vortrag wird ja online bleiben. Den wird man als Video abrufen können. Und in den Text, den man in YouTube unter dem Video sieht, da schreiben wir es dann rein. Ganz unten übrigens PS, das mit dem Feuer war der und der, sobald wir die Information haben. Also das schreiben wir hier rein. Gut, Herr Leich, vielen herzlichen Dank nochmal. Danke für die Einladung und für die freundlichen Kommentare. Genau, vielen Dank an alle Zuschauerinnen und Zuschauer. Vielen Dank, dass Sie hier waren, dass ihr hier wart. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Tschüss.